Morgen, wir haben Freitag. Es ist jetzt 10 Uhr, ja, ne, 11 Uhr schon. Dominik ist mit Lamia unterwegs, weil ich das Video vom Klinein endlich gemacht habe, meine Erfahrungen und wie es mir ging und so. Habe ich jetzt alles in ein Video gepackt, zusammengefasst, auch mit Bildern. Und ja, ich zeige euch jetzt mal was ganz Tolles, was heute ja ist, ja. Sonnenfinsternis, ja, Sonnenfinsternis, ja, ja, Sonnenfinsternis. Ja, seht ihr, ganz deutlich sieht man das, ja. Boah, Wahnsinn, Leute, zieht euch bloß die Brille an. Das ist der Knaller, das ist der Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Ich bin absolut, absolut begeistert, ja. Ja, neblig, ohne Ende, total kalt, alles schlecht, alles doof, ja. John hat sich so sehr gefreut, die hat gestern gesagt, in der Schule haben wir Brillen gekriegt, morgen ist Sonne irgendwas, zur Sonnenfinsternis. Ja, genau. Und dann ist die Sonne auf einmal weg. Ich so, ja, dafür muss die Sonne aber erstmal auftauchen. Ne? Ja, bei uns sieht man das überhaupt gar nicht. Schade, aber gut. Im Endeffekt gar nicht mal so schlecht, weil man ja nicht weiß, ob die Kinder wirklich die Brille anlassen und ob die, obwohl Joanna ist da, total. Die hat dann Angst. Die lässt die Brille, glaube ich, wird die niemals ausziehen. ja, aber andere Kinder sind halt dann anders und dann können die Lehrer ja gar nicht alle darauf achten, ob die wirklich die Brille anlassen und so. Aber bei Joanna mache ich mir da gar keine Gedanken. Und ja, ansonsten habe ich das Video jetzt auch schon geschnitten. Das speichert jetzt ab. Dann werde ich erstmal den Vlog von gestern hochladen und dann das Video hochladen. Und der Shop wird jetzt auch aktiviert. Und ja, geschafft, 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 geschafft. Und dann müsste der, glaube ich, jetzt in den nächsten 24 bis 48 Stunden dann online sein. Ja, freue ich mich voll. Oh, weil bis jetzt musste ich all eure, habe ich natürlich gerne gemacht, ne? War jetzt auch nicht so das Problem, weil jetzt ja keine tausende Anfragen, aber ich habe jetzt so alles bearbeitet und dann von hier aus verschickt. Hat auch alles super geklappt, ist super gut angekommen alles und ich bin mit allen, die das bestellt haben, auch in Kontakt über WhatsApp und so oder über Facebook oder über E-Mail oder Instagram und so. Und wenn die Fragen haben, stellen die mir die und ich beantworte alles, also alles cremig, alles wunderbar. Ansonsten habe ich mich heute Abend verabredet, also wie alle, mit Freunden. Das Baby ist endlich da, die Valentina ist da und die werden wir heute besuchen. Dann muss ich auch noch ein kleines Geschenk holen für die später. Und ja, morgen, mein Geburtstag wird, ich wollte eigentlich nach eurem Mond fahren gerne, weil ich gerne was von Michael Kors hätte. Und die haben da in dem Outlet-Store so einen Store, da muss man dann nicht so viel für bezahlen. Und dann habe ich mich aber doch umentschieden, weil erstens das Wetter super schlecht ist und ich habe gar keine Lust habe, bei dem Wetter mich draußen aufzuhalten, bin ich ganz ehrlich. Es ist mir viel zu kalt mit den Kindern, dann musst du die dick anziehen, dann musst du rein, dann ist das mega warm, dann musst du raus, dann ist wieder kalt. Und dann mache ich mir ein bisschen Bedenken, was mit Lamias Haut ist und so. Und das ist auch nichts für Joanna dann, also deswegen habe ich mir gedacht, lassen wir das lieber sein, speichere das Geld für unsere Terrasse, die ist mir viel, viel wichtiger als eine Tasche oder ein paar Schuhe oder so. Ja, ich möchte viel lieber die Terrasse haben. Ja, man muss Prioritäten setzen, ne? Gerade wenn man Kinder hat und so, es geht einfach nicht alles. Du kannst nicht für 500 Euro shoppen gehen und eine Terrasse machen und die Lamia braucht 9 Kindersitze jetzt auf einmal auf jeden Fall fürs Auto und der kostet ja auch nicht mal eben 20 Euro, sondern die guten, die liegen schon über 200. Und ja, deswegen muss man halt Prioritäten setzen. Meine Prioritäten sind halt Kinder und Haus und macht mir jetzt auch nichts. Ist jetzt auch nicht schade. Der Dominik sagt, boah, bist du sicher? Und so ist dein Geburtstag und ich möchte, dass du dann auch Spaß hast. Ich sage, ach, ist gar kein Problem. Wir frühstücken ganz nett zusammen und dann werde ich auch zu so einem Step gehen. Ist ja bezahlt und Joanna zum Reiten bringen. Die hat auch schon was damit reiten und so. Dann kann die reiten gehen. Und um 3 Uhr kriegen wir dann Besuch. Die wollten uns dann eh besuchen. Das heißt, wir hätten uns da auch so abhetzen müssen. Und das wäre auch doof gewesen. Und ja, dann werden wir dann dafür abends schön zusammen essen gehen beim Leon. Der hat ein eigenes Restaurant und was ganz was Feines. Ich habe gesagt, ich möchte gerne Steak. Ich möchte ein richtig leckeres Steak haben. Und das hat der extra dann auch für uns, wird er für uns kaufen morgen und das extra nur für uns machen, weil er hat immer so eine Spezialkarte, die geht dann 1 bis 2 Wochen und auch wirklich nur diese Sachen, die da drauf sind. Und
Aber da wir den Kellner hatten, hat er gesagt, okay, weil ihr seid und die Rosi Geburtstag hat, mache ich für euch dann, nur für euch dann die Steaks. Und ja, und Oliven haben wir bei ihm bestellt. Ich liebe diese Oliven, die zeige ich euch dann auf jeden Fall dann auch noch. Und danach werden wir dann die Kinder, beziehungsweise die Lamia, die bleibt bei Oma, weil die kann sowieso dann nicht mitessen. Und der hat auch kein Kinderdings und so. Das ist ein sehr erwachsenes Restaurant. Die Joanna nehmen wir natürlich mit. Die isst ja auch Steak für ihr Leben gern. Und danach bringen wir die Joanna dann zu Oma und Opa. Die übernachten dann da und Dominik und ich gehen dann ins Kino, werden uns dann 50 Shades of Grey angucken endlich. Ja, das wird dann mein Geburtstag sein. Genau. Und jetzt, was mache ich jetzt? Gewischt habe ich schon. Ich werde jetzt hier noch hier das Kamera-Equipment abbauen. Und ja, ansonsten werde ich warten, dass der Dominik jetzt gekriegt. Ach, die Post kommt. Und gerade kam auch DHL, wie heißt das denn da? UPS und hat den Hühnerstall schon gebracht. Ja, Hühnerstall ist da. Dominik hatte ihn vorgestern ja bestellt und heute ist er schon da. Ging schnell. Ja, und die Post kommt jetzt gerade. Aber ich habe nichts bestellt, deswegen. Denke ich mal. Wird wahrscheinlich wieder nur Werbung sein. Ja. Wir gehen uns einkaufen. Ab nach Real. Fürs Wochenende. Und ein Geschenk brauchen wir ja auch noch. Jetzt haben wir alle gegessen. Hausaufgaben gibt es heute keine, weil Freitag ist. Und jetzt geht's ab zum Einkaufen. Ja, lass, halt fest. Kannst du festhalten, Schatz. Hier geht es ohne Kabel. Jetzt geht's ohne Kabel. Nein, ich will das da vorne haben. Ach so. Ja, aber dann kannst du nicht mehr umschalten. Und was anderes hören wir jetzt. Ach so, okay, dann bitte her. Wir können natürlich auch erstmal hier Rihanna anlassen. Hier ist ja gerade Rihanna vorne an. Nein. Warum nicht? Ich mag mir, ich gehe da nicht. Na, bin mal gespannt. Hallo, Silva. Muss erschrecken, ne? Sind das so richtige Kravenzmänner, ja, oder richtige was? Richtige Hühner sind das. Ja, unsere sind auch richtige aber Hühner. Guck dir mal den Hahn an, bitte. Der hat 6 Kilo. Was? Ja, pass auf. Oh, du Scheiße. Ja, aber hübsch. Da fehlt aber eins. Ach, das ist da. 4 Stück hat der Opa euch geholt? Mhm. Dann brüten. Okay, ist das ein Hahn? Mein Gott. Guck. Krass. Ist egal, und der hat Preise gewonnen? Der hat Preise gewonnen. Hast du einen Champion in deinem Hühnerstall? Champion. Ja, der geht auch immer gut. Guck mal, da ist die schon. Du siehst, dass die hinten, die Hühner, siehst du, dass die hinten an dem Kamm ein bisschen, ja, weil er immer drauf geht. Da hält er die fest, ne, wenn er drauf geht. Ach so, wenn er will. Wenn er will. Schwein. Männer, ey. Ja, toll. Sind das hübsche Hühner, oder was? Ist das ein hübscher Hahn? Guck dir den ja mal an. 6 Kilo. Guck mal, wie lecker der ist. Wir braten die natürlich nein. nicht oder so. Nein, nein, nein. Guck mal. Der Opa, ey. Kauft dir mal eben 4 Hühner für uns und einen Meisterschaftshuhn. Guck mal, was ein Brocken, ne? Attacke. Was ein Brocken, ne? Ja, schön. Guck mal, der siehst du, die sind so, haben sogar die Ringe drauf. Also sind gezüchtet. Oh, ganz feine, edle Champions. Hühner hat Champions, der Opa uns geschenkt. Oder den beiden. Mhm. Und das ist Opas Pferdchen. Da. Ziege. Hallo, Silva. Kiwi. Oh. Na, Große. Ja, aber das Pferd hat der Opa abgegeben. Jetzt hat er nur noch Pony und Ziege. Zu viel Arbeit, ne? Ja, du machst zu viel Arbeit. Ziege? Kiwi. Die Ziege? Das ist das Kiwi hier. Zicke. Ja komm, lass mal weiter. Ja, das ist die Baumschule vom Dominiks Onkel. Und hier hat der Opa sein kleines Pferdchen mit seinem Tier. Ja, ein richtiges fettes Ding, ey. Cool, ne? Mhm. Ja, die sind natürlich noch nicht bei uns. Weil ja die Hütte jetzt abgerissen wird und das möchte der Dominik dann nicht. Der wollte die vorher erstmal hier haben, dann nie mehr Ruhe. So, aus. So, jetzt kriegen wir wieder Ärger. Ja, hier ist es. Aber vielleicht, ich sag, das ist jetzt schon mal Beispiel. Okay. Beispiel, ja.
Beispiel, aha. Was ist denn das? Guck mal, vegane Smoothies. Wo? Smoothies. Da. Vegan to go. Den gibt es auch schon bei Real. I make you sexy Kochbuch. Wokgemüse. Schlank im Schlaf. Das hört sich ja toll an. Was machen wir jetzt mit den Büchern? Können wir die wieder verkaufen? Oder? Wir müssen mal gucken, was Lamias Allergie macht. Drei, vier Bücher gekauft oder so? Einmal im Wahn vier Bücher gekauft. Ich habe gestern Pancakes daraus gemacht für ja? die. Ja. Da sind so Bücher. Frau Wohlfahrt ist 201. Und? So, wir sind wieder zu Hause. Nami haben wir hingelegt. Die war total kaputt vom Einkaufen. Und ich werde mich jetzt gleich fertig machen zum Zumba. Dominik und Joanna machen den Hasenstall sauber. Ich habe mir jetzt nochmal eben schnell ein Chia-Pudding gemacht mit Naturquark und lecker Blaubeeren. Den werde ich jetzt essen, werde mich dann umziehen. Und dann geht es ab zum Zumba. Und wenn ich dann gleich wieder da bin, können wir schon nach dem Duschen sofort los und das Baby besuchen. Ja! Ich freue mich schon, die Kleine zu sehen. Mir ist das ganz gut, dass die Lamia heute schläft, weil wir erst um 7 Uhr dahin können. Und dann ist sie nicht so kaputt. Ja. Werde ich jetzt essen und dann geht es gleich ab zum Sport. Endlich wieder. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause. Wir haben jetzt mittlerweile, wie spät haben wir denn? 7:30. Unsere Freunde, ich habe mich vom Zumba so beeilt, nach Hause zu kommen. Dann haben die sich bei uns gemeldet über WhatsApp, ob wir nicht schon um 8 Uhr kommen, ob wir erst um 8 Uhr kommen können, weil dann noch der Elektriker wohl kam. Und ja, als ich dann zu Hause war, hat die Lamia leider nicht mehr geschlafen. Die war so total müde und dann haben wir gesagt, nee, geht nicht, weil die schon eine Stunde nach ihrer Zeit war, also eigentlich um 6 Uhr ins Bett geht immer. Wir hatten dann schon 6:45. Und bis 8 Uhr die wach zu halten, die war total quengelig und müde und hat geweint. Und haben gesagt, nee, geht halt nicht, müssen wir halt einen anderen bekommen. Sehr schade, aber na gut, kannst halt nichts machen, ist halt so, ne? Wir haben halt unsere Zeiten und wir haben ja schon dann geguckt, dass wir eine Stunde überziehen, aber wäre ja dann viel zu viel. Und ja, da haben wir immer so ein bisschen Bedenken, wenn die so einen Stress hat, dass die Haut dann schlimmer wird und so. Oder die irgendwie Anfall, so ein Rückfall kriegt wegen der Haut und da muss man echt dann halt gucken, dass sie halt ihren Rhythmus beibehält und ist halt eine Stunde später dann als sonst ins Bett gegangen, aber jetzt schläft sie und wir gehen dann wahrscheinlich Sonntag hin, mal gucken. Und ja, Dominik ist jetzt noch nach Penny gefahren, weil die zwei Brötchen essen möchten unbedingt und ich werde jetzt das Video schneiden von heute, jetzt schon, weil gleich kommt ja The Voice, dann gucken wir zusammen The Voice. Ich habe jetzt gerade mit Joanna noch zusammen gespielt. Und die hat mich abgezockt, die Süße. Ja, wir gucken zusammen The Voice. Warum hast du nicht schon Stammel drüber gezogen? Ich muss gleich nicht mehr machen dann. Wo bleibt der Papa denn so lange bei? Weiß ich nicht, vielleicht holt er noch ein bisschen was anderes. Das ist vielleicht Süßigkeit. Das glaube ich nicht. Doch, ich glaube ja, weil er Janik gefragt hat. Ach so, hat er dich schon gefragt? Nein, Janik hat gefragt, ob da noch Leckerli drin ist. Deswegen bestimmt. Ach so, meinst du? Mhm. Hast du nochmal deine Lippe eingecremt? Mhm. Ja, naja, auf immer so zu machen, damit das immer schlimmer. Okay. Das ist schon ganz angeschwollen. Mhm. Dann musst du nochmal eincremen, hast zu wenig gemacht. Okay, mach ich gleich. Ja. Und ja, die Joanna hat so ein bisschen rote Lippen. Ich denke mal, weil das morgens so kalt war, jetzt auf einmal, dass die da ein bisschen trocken sind und auch leicht angeschwollen. Aber ist kein Herpes, Gott sei Dank. Was heißt Herpes? Ja, diese Entzündungen, die immer die Nina hat und Clara und Timo und Yannick, die haben die ja alle. Gott sei Dank, Klopf auf Holz. Dass wir sowas nicht haben, ja. Weil dann dürftest du zum Beispiel auch nicht Lamia mehr küssen und so. Das ist ganz gefährlich mit kleinen Kindern. Und uns dann auch nicht. Das ist ganz ansteckend, weißt du? Mhm. Ja, und das ist es aber nicht. Muss ja so keine Sorgen machen. Ja, und dann werden wir jetzt gleich The Voice gucken. Ich werde das Video jetzt noch eben schneiden und auch schon hochladen. Damit aber dann nicht das Video ganz durchschneiden, oder? Nein, nicht ganz durchschneiden. Du schneidest ja nicht deine Nase durch. Nein. Und damit ich das morgen an meinem Geburtstag halt nicht machen muss. Genau. Ja.
Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Klorden. Klorden. Tomorrow. Tomorrow. Ein Klorden ist ein Dorden. Dorden. Schon als Geheimsprache. Hübsche ja heißt nein. Nein heißt ja. Nein. Ja. Nein. Ja.